Mentor findet. Immer noch nicht. Kann er nicht Ollishausen? Das wäre doch was. Ne? Nimm einfach Ollishausen, oder? Unpassender Mentor. Naja, wird schon irgendwie gehen, oder? Warum kann der Ollishausen nicht? Unverständlich. So, wen haben wir denn hier? Auch nichts Weltbewegendes. Da haben wir einen. 15-jährigen Kevin Holstein, meine Lieben. Kevin Holstein, das muss einer werden. Ein ganz großer. Kriegt von mir auch noch Auftrag. Ja, wir peitschen wieder durch die Jugend, ist klar. Ist für den einen oder anderen vielleicht nicht so interessant. Ich finde es, wie gesagt, ganz wichtig, dass wir das hier fix machen. Ach, der hat nämlich Jochum als Torwart. Kann ich ihn nicht Ollishausen geben? Kann ich wahrscheinlich nicht geben, weil ich ihn da drüben gegeben habe. Pass mal auf, Dovidat, Spielerinfo. Details. Ach, drauf geschissen, das läuft schon. Der kann ja ruhig Ding nehmen, den anderen. Genau, das passt. Nehme ich ihn aber seinen weg und dann haben wir das auch. So, alles klar, meine Lieben. So, eben mal noch hier im Frontortspiel ansetzen. Alles klar, das sollte eigentlich mit Julian Draxler jetzt zum ersten Mal dabei. Wir geben unser Bestes, wie immer, würde ich sagen. Schauen wir mal. Haastentor, Draxler Vorlage für Terrazino. Britt macht ein Tor, alles klar. Terrazino macht ein Tor, Vorlage Milchraum. Jaschwi die Vorlage für Fink. Oh, jetzt schießen wir uns hier ordentlich ein, so muss das laufen. Terrazino macht ein Tor, Britt Vorlage. Ich hätte ganz gerne noch von Draxler ein paar. Und ne, der hat auch schon 4 volle Sterne, der Typ. Also wenn das nix wird, dann weiß ich auch nicht. Los, würde fast sagen. Ja, wir lassen die durchlaufen, die Jungs, oder? Ja, nehmen wir mal einen Fink raus. Ruhig mal, dass alle ein bisschen Spielpraxis kriegen, oder? Ja, ich gehe schon. Man darf auch nicht überziehen. Ja, Draxler nehmen wir dann auch mal raus, würde ich fast sagen. Und nehmen den Piosek rein. Das ist unsere zweite Garde. Unsere Hardcore-zweite Garde. Konrad nehmen wir auch mal regelmäßig rein für hohe Neder. So, gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Da geht's gerade so lustig weiter, das Zielschießen hier. Sehr schön. Und Prip, Vorlage Milchraum. Kriegen wir noch einen ausgewechselt? Seifert für Terrazino, alles klar. Einer hat da eben eine 4 gekriegt, habe ich gesehen. Einer hat in der Bewertung hier eine 4 gekriegt. Bui, was mit ihm denn bitte? Kommt wohl gar nicht zurecht hier in der Mannschaft, hä? Das muss besser werden, mein Guter. Dann läuft's auch bei uns. Okay. Alles so talentiert, ne? Zwischen talentiert, etabliert. Jaschwili jetzt zum Beispiel, ne? Ein richtig etablierter, legendärer Spieler. Lucio wechselt nochmal. Unglaublich. Mit 34 Jahren von Inter zum Real. Interessant. Okay, eine ganze Menge Informationen hier für uns. Teamtaktiken seht ihr, da sind schon ein paar richtige Sachen schon richtig gut. Ecken sind gut, Freischüsse sind gut. Sowie auch kurze Pässe, die werden wir auch dann vollziehen. Wir werden Kurspassspiel dann eben auch beibehalten. Pressing geht so, Abwehr geht auch. Der Rest ist alles so relativ durchschnittlich, außer Konterspiel. Und Konter können wir auch direkt rausnehmen. Okay. Gut zu wissen. Laktattest. Alles klar, normal. Konrad. Trainiert mit Privattrainer, sehr schön. Geht ein Krebs. Trainiert nochmal nach Feierabend. Schön. Ja, überschüssige Funde. Tim Jochum, unglaublich. Also hier müssen wir noch ein bisschen auch bessern. Was für eine komische Mucke eigentlich, die da läuft. Unglaublich. Verlängere ich mit die Jahrspiele jetzt oder später? Ich denke mal später, oder? Das würde uns. Ich habe ja hier angeboten. Das würde dann sogar günstiger für uns werden, der Vertrag. So, Grundgehalt würde gleich bleiben, ne? Feste Ablöse von 1 Million habe ich noch reingenommen. Alles natürlich Auslandsangebote. Hier kann er vollkommen nochmal transferieren, wenn er was kriegt. Wenn wir 1 Million für ihn kriegen. Aber na hallo, da kann er natürlich gerne wechseln. Auflaufprämien 1000, da würde günstiger werden. Aufstiegsprämie 3000. Ich nehme hier nochmal 900 runter. Eine Torprämie gebe ich ihm noch. Von ein paar hundert.
250. Ja, eigentlich wollte ich ja ein bisschen günstiger werden im Transfer, ne? Mindestens 2 Jahre will er verlängern. Dann machen wir das auch. So. Ich gehe mal auf 350. So, Angebot unterbreiten. Er meldet sich wieder. So, Probetrainingstag. Das habe ich jetzt mal jetzt erst verstanden, die ganze Geschichte. Und zwar... Sobald es hier losgeht, kann man die Spieler dann dementsprechend testen auf das, was man möchte, ne? Ganz klar. So die ersten 10 Minuten etc. Und dann kann man gucken, wie gut die sind in der jeweiligen Position. Viel, ja, viel können sie lernen. Moment. Ja, meine Lieben, musste erstmal diese scheiß Mucke ausmachen, die ging mir tierisch auf den Sack. Keine Ahnung, was das jetzt eben war für ein Rotz. Aber gut. Was ist uns wichtig? Uns ist wichtig, dass wir mal Passübungen machen. Passübungen, dass wir einschätzen können, Passspiel allgemein sehen wir hier bis 25, je nachdem wie lange wir das machen, ne? Wenn wir das 30 Minuten machen, können wir sogar Passspiel bis hier hoch gehen und das wird dann bis hier hoch eingeschätzt. Guck mal, ich kann bis 70 dann gehen. Machen wir es mal nicht so lang, machen wir mal 15 Minuten. Und wenn ich es 20 Minuten mache, bis 32 bloß. Das ist ja kein Wert, ne? 32 ist gar nichts. 25 Minuten. Das ist ja die Hälfte des Trainingstags schon vorbei. Also passen muss auf jeden Fall Torhüter. Das ist blöd, ne? Das ist nicht so richtig pralle. So, dann gucken wir lieber mal nach Technik. Okay, relevante Fähigkeiten. Technische Fähigkeiten. Lassen wir mal kommen, machen mal 15 Minuten. Positionsstärke. Okay. Torhüter haben eben bei sonstige Fähigkeiten was drin. Komm, wir starten mal die ersten 15 Minuten. Gucken wir mal, meine Lieben, was wir hier kriegen. Endlich geht's los, steht hier. Mal sehen, ob sie heute ein Juwel entdecken. Die erste Übung ist Techniktraining. Niklas Willibald. Niklas Willibald hat Spaß am Techniktraining. Okay. Auffällige Spieler, Niklas Willibald. Ausscheidende Spieler, 29. Oh, 29 schon weg. Das ist ja krass. Bei Technik schon, ne? So, okay, alles klar. Machen wir mal Lauftraining. Ruhig ein bisschen mehr. 25 Minuten laufen. Dass wir die Spieler wenigstens hier mal auf 37 kriegen. Gucken wir mal, was da übrig bleibt. Bringt ja nichts, wenn wir da irgendwelche komischen Gammel-Kandidaten haben, ne? Also sprich, die gar nichts auf die Kette kriegen. Sondern wir brauchen schon richtige Fußballer, ne? Die auch mittelfristig vorankommen. Gucken wir mal. Marcel Schuster sind die Strapazen der Übung kaum anzumerken. Stefan Kreuz will es wissen. Und Schuster ist sogar noch kollegial und versucht andere mitzuziehen. Interessant. Ausscheidende Spieler 6. Aber keine auffälligen, die ausscheiden. Alles klar. Übung 3 von 5. Ich kann die Übung sogar länger machen. Ich habe ja immer genügend Zeit. Sprints. Sprints, mal ruhig. 30 Minuten. Und jetzt gehen wir mal hier mindestens... was kriegen wir denn? Mentale Fähigkeiten. Ich würde noch mal lieber Passübung machen. So war das. Ich habe noch 2 Übungen frei mit der Passübung. Ah, oh, sollen wir mal gucken? Mindestens 55? Oder mindestens 60? Ja, ne? Alles klar. Los geht's. Wir werden es ja sehen, was übrig bleibt, meine Lieben. Die nächste Übung ist Passübung. Steht doch schon hier. Also. Ich bin gespannt, ob da was übrig bleibt. Aber auffällig scheint die gar keine zu sein, ne? Keiner auffällig, keiner scheidet aus. Aber zumindest können wir gut einschätzen, was dann los ist, ne? 65 verbleibende Spieler, wie viel sind es jetzt noch? Alle weg.
alle weg. Unglaublich, oder? Das hat keiner bestanden. Keiner hat eine 60 in Passen. Interessant. Gut zu wissen. Gucken wir mal. Auf- und Abwertungsrunde. Alle Spieler wurden beurteilt. Auch alles relativ mager, ne? Also groß ab- und aufgewertet werden wir nicht. Probetrainingstag war ja, ich war wieder wahrscheinlich zu harsch oder zu offensiv bei der Auswahl. Soll ja vorkommen. Ist ja nicht so wild. Ach Gott. Aber es ist gut zu wissen, ne, woran man da ansetzen muss. Das ist ein Probetrainingstag. Und wenn ich mir überlege, bei Rostock hatten wir mal jemanden gehabt, der relativ spät eingestiegen ist. So, Trainingszentrum ist abgeschlossen. Das ist natürlich klasse. Jetzt ist unser Trainingszentrum fertig. Die B-Jugend ist aus dem Trainingslager zurück und die erste Mannschaft ebenso. Thomas Konrad hat Trainingsziel erreicht. Das ist natürlich schön. Anton Fink hat es erreicht. Steffen Haas hat es erreicht. Merchandise.